Ja, hi. Also, ich bin hier heute vom Mittelstand Digitalzentrum Bau und ich stelle vor einen handgehaltenen Scanner, der nutzt mir und macht 360 Grad Scans, macht aber auch Fotodokumentation. Also ich kann damit sozusagen durch die Gegend laufen, erzeuge damit eine Punktwolke. Das ist ein räumliches Punktmodell, wenn ich so will, auf den ich dann später meine weitere Planung, es geht hier jetzt gerade um Bestandserfassung für den Bestandsbau, den ich dann aufsatteln kann. Ja, im Handwerk gibt es dafür vielseitige Einsetzungszwecke. Also ich kann entweder im Bestandsbau Modelle erzeugen. Das ist natürlich jetzt schwierig, weil vermutlich die Handwerker nicht unbedingt eigene Modelle erzeugen. Aber ich kann für Sanierungsplanung zum Beispiel Punktwolken erzeugen, aus denen ich mir dann später Maße rausziehen kann. Ich kann mir die Gegebenheiten vor Ort noch mal genauer angucken. Und es ist immer einfacher, sich im Modell im Nachhinein alles anzugucken, als vielleicht einfach nur auf einer Fotodokumentation oder ähnlichem. Im Handwerk gibt es ja nun mal auch viele Prozesse, die sich mit Sachverständigen auseinandersetzen. Das heißt, sobald ich auch Gutachten schreibe oder ähnliches, da nützt mir eben das ja auch besonders zur Dokumentation, weil ich eben die Möglichkeit habe, der Fotodokumentation. Eine Voraussetzung müssen erfüllt sein. Also es ist mittlerweile eine sehr niedrigschwellige Technologie geworden, das muss man einfach sagen. Vor 5 bis 10 Jahren hätten Sie vermutlich noch irgendwie einen Vermessungstechniker gebraucht oder einen Vermesser, der mit Ihnen irgendwie einen Scan aufbaut oder einen Scan mit Ihnen durchführt. Mittlerweile ist es so niedrigschwellig, dass ich eigentlich schon mit solchen einfachen Geräten, die wirklich sehr einfach sind in der Anwendung, also ich glaube auch jedes Handwerksunternehmen wird dort ohne große IT-Kenntnisse relativ schnell reinfinden, wo ich vielleicht auch sagen kann, was das ganze Thema Scan betrifft, muss man auch sagen, ich habe ja heute auch schon die Möglichkeit, mit so ganz einfachen Tablet-Lösungen, ja, hier zum Beispiel von Apple, mir relativ rudimentäre Punktwolken zu erzeugen. Aber auch da wieder der Vorteil, dass ich im Nachhinein mich schneller orientieren kann und schneller sehen kann, was war eigentlich wo auf der Baustelle und wie wurde was abgenommen. Ja, bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. Also wir sind jetzt hier, repräsentieren jetzt, wie gesagt, das Mittelstand Digitalzentrum Bau. Wir sind jetzt hier von der Jade Hochschule in Oldenburg. Mein Name ist Christian Kreinschmidt. Ich habe auch noch mehrere Kollegen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und an uns können Sie sich jederzeit widmen, wenn Sie Fragen haben zum ganzen Thema BIM. Also wir bedienen eigentlich die ganze Wertschöpfungskette und jetzt hier auch speziell zum Thema 3D-Scanning.